Hey und willkommen zu unserem Motif Basic Tutorial. Erstmal öffnen wir Motif. Das findet ihr hier. Es dauert einen kurzen Moment. So, machen wir mal größer. Jetzt haben wir Motif offen und wie ihr sehen könnt, haben wir hier verschiedene Fenster und Buttons und werden die nacheinander durchgehen. Das erste und primär wichtigste ist unsere Perspective View. In der Perspective View seht ihr komplett alles, was von den Kameras erfasst wird, in einem 3D-Modell. Hier seht ihr Marker, eure Kameras oder Rigid Bodies oder Skelette, die ihr erstellt habt. Im Motif gibt es verschiedene Layouts, die ihr verwenden könnt, um verschiedene Bearbeitungsschritte anzuwenden. Die könnt ihr entweder hier finden, unter Layout, oder hier oben rechts im Eck. Ganz kurz, wir haben vier verschiedene Layouts. Wir haben Calibrate, damit könnt ihr die Kameras kalibrieren. Create, damit könnt ihr Rigid Bodies oder Skelette erstellen. Capture, damit könnt ihr Aufnahmen machen. Und Edit könnt ihr eure 3D-Daten bearbeiten. Ihr könnt auch euer Layout nach persönlichem Geschmack verändern, indem ihr einfach die Fenster nehmt und nach Belieben verschiebt. Dann starten wir mit dem Calibrate Layout. Da sind wir eigentlich schon drin. Auf der linken Seite seht ihr das weiße Fenster. Hier werden alle Kameras aufgelistet, die an euer System angeschlossen sind. Die könnt ihr entweder deaktivieren oder aktivieren. Ihr könnt sie auswählen und auch von Tracking auf Aiming umstellen später, je nachdem, was ihr eben braucht. Unten seht ihr die Kamera Preview. Wie ihr sehen könnt, ist es die Sicht der Kameras. Und hier könnt ihr auch die Marker sehen oder sämtliche Reflektionen, die die Kameras wahrnehmen. Im rechten Bereich ist die Kamera Calibration. Dort könnt ihr dann später die Kameras kalibrieren. Dann weiter zum Create Layout. Beim Create Layout habt ihr hier im linken Bereich eure Assets im Assets-Fenster. Dort könnt ihr die Assets entweder ein- oder ausschalten, sodass sie nicht mehr sichtbar sind. Ihr könnt auch neue Assets erstellen, also neue Skelette oder Rigid Bodies. Und direkt darunter, wenn ihr eure Assets auswählt, findet ihr die zugehörigen Settings im Properties-Fenster. Auf der rechten Seite haben wir im Skeleton-Reiter unsere Markersets, die wir auswählen können. Wir können zwischen verschiedenen Markersets auswählen, je nachdem, was wir später aufnehmen möchten. Bei den Rigid Bodies werden uns die Default-Settings angezeigt, die Realtime-Info und das Edit-Layout, bei dem wir später die Pivot-Points verändern können. Als nächstes haben wir das Capture-Layout. Bei unserem Capture Layout bleibt unser Asset-Fenster. Hinzu kommt ein Data-Fenster, unter dem später all unsere Aufnahmen aufgelistet werden. Wichtig ist es erstmal, sich eine geeignete Ordnerstruktur anzulegen. Dazu geht ihr unten auf das Plus und erstellt euch einen neuen Ordner. Habt ihr später dann Daten gesammelt, werden die hier automatisch abgespeichert. Wichtig ist auch zu wissen, dass eure Daten in einem Zielordner abgespeichert werden. Den Zielordner erkennt ihr an der kleinen blauen Flagge daneben. Möchtet ihr einen Zielordner festlegen, könnt ihr entweder mit Doppelklick diesen auswählen oder mit Rechtsklick Set as Current. Im unteren Bereich seht ihr den Aufnahmebereich. Hier könnt ihr einen Namen eintragen, ihr seht den Timecode eurer Aufnahmen und ganz wichtig natürlich der Aufnahmebutton. Im Properties-Fenster findet ihr dann noch zusätzliche Informationen zu euren Aufnahmen. Das letzte ist das Edit Layout. Auf der linken Seite bleibt eigentlich alles gleich. Wir haben unsere Assets, unsere Ordnerstruktur und unsere Animationen. Wenn wir eine Animation später abspielen wollen, können wir diese einfach mit Doppelklick auswählen. Auf der rechten Seite finden wir hier unsere Labeling- und Edit-Tools, die später zum Bearbeiten der Daten wichtig werden. Ganz hinten auf dem letzten Reiter sind auch noch die Properties. Die können wir auch ändern. Wählen wir einen Marker aus unserer Animation aus, haben wir unten in der Graph View die dazugehörigen Animationsgraphen, die uns angezeigt werden. Spielen wir die Animation hier unten ab, können wir sehen, wie sich die Graphen verändern. So, und das war's jetzt eigentlich zu den Motif Basics.